Liebes Publikum, diese Spielzeit, an die wir uns sicher noch sehr lange erinnern werden, geht nun zu Ende. Seit Mitte März spielen wir nicht mehr und das wird auch bis Ende Juni so bleiben. Wir haben Ihnen versucht, ein Angebot zu machen, vor allem ein digitales, um die Zeit zu überbrücken. Und immerhin wurde dieses Angebot genutzt. An die 110.000 Klicks beweisen, dass das Bedürfnis groß ist und auch die Anteilnahme und die Neugier. Hier im Haus laufen im Moment auf Hochtouren die Vorbereitungen zur neuen Saison, die wir ja am 5. September, so wie geplant, eröffnen wollen. Allerdings nicht mit Boris Godunow, sondern mit einer Produktion, die wir ganz bewusst als Reaktion auf diese letzten Wochen, Monaten neu konzipieren. Molto agitato heißt der Abend. Sie hören Kurt Weils Die sieben Todsünden, auch Jörg Ligetis Nouvelles Aventures oder auch die vier Gesänge Opus 43 von Johannes Brahms. Es inszeniert übrigens zum ersten Mal an der Staatsoper Hamburg Frank Kastorf und dirigiert unser Generalmusikdirektor Kent Nagano. 5 Solisten und Solistinnen und ein Kammerorchester aus dem Philharmonischen Staatsorchester erobern sozusagen nach 5-monatiger Zwangspause die Bühne zurück. Am 13. September folgt dann die zweite Premiere, die Operette Märchen im Grand Hotel von Paul Abraham. Wir hatten das Stück schon diese Spielzeit geplant in der Stabile und holen sie jetzt bewusst auf die große Bühne, sozusagen vor den eisernen Vorhang. Freuen Sie sich auf unser Ensemble, freuen Sie sich auf eine wunderbare Orchestrierung und ein sehr witziges, geistreiches Stück. Karten für diese Aufführungen sind erhältlich ab August. Am 7. August machen wir eine Pressekonferenz und werden da den ganzen Spielplan, den neuen Spielplan und die Veränderungen bekannt geben und danach den Vorverkauf öffnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer, bleiben Sie gesund und Sie sollen wissen, wir können es kaum erwarten, dass Sie wieder zu uns kommen und die Spielzeit losgeht.